und herzlich willkommen beim Business Talk. Auch heute geht es wieder um ein neues Thema und zwar um den Videoplayer. Auch dieser ist in AdZ-Funnels schon integriert. Falls ihr die vorherigen Videos verpasst habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung wieder die Links dazu. Und wir steigen wieder direkt auf meinen Monitor und ich zeige euch die Player-Funktion. So, wir sind auf meinem Monitor direkt in AdZ-Funnels in der Play-Funktion. Diese findet ihr wie alle anderen Funktionen über das Burger-Menü hier oben. Und hier seht ihr mit dem grünen Punkt, wo ihr aktuell seid. Über diesen grünen Punkt seht ihr, wo ihr aktuell seid in AdZ-Funnels. Hier gibt es auch wieder eine Videoübersicht und eine Gruppenübersicht. So könnt ihr auch eure Videos in Gruppen aufteilen, damit ihr bei vielen Videos natürlich die Übersicht behalten könnt. Hier über diesen Button könnt ihr eine neue Gruppe erstellen. Ich nenne diese jetzt Schweiz. Wähle hier eine Farbe Rot, was zu der Schweiz passt. Speichere diese. Und wenn wir wieder zurück zu den Videos gehen, sollte ich dann hier diese Gruppe sehen können. Das dauert jetzt ein bisschen, bis diese Gruppe hier auch angezeigt wird. Es ist noch nicht da. Auf jeden Fall, wenn ihr neue Videos hochladen wollt, könnt ihr das über diesen Button machen. Oder halt innerhalb der Gruppe direkt über dieses Feld Video hinzufügen. Das sieht man hier schon bei dieser bestehenden Gruppe. Ich wähle jetzt hier Video hinzufügen. Ihr könnt hier auch wieder per Drag und Drop eine Datei hierher in dieses Feld ziehen oder halt hier reinklicken. Wir nehmen jetzt hier ein Video. Das wird jetzt hochgeladen. Sollte das Video zu groß sein, würde dort eine Fehlermeldung angezeigt werden. Das Video ist jetzt in der Ungrouped-Gruppe. Das dauert jetzt noch ein bisschen, je nachdem wie groß das Video ist, bis hier die Vorschau angezeigt wird oder bis man es bearbeiten kann. Da seht ihr hier bei diesen drei Buttons, wenn hier noch keine Bearbeiten-Funktion ersichtlich ist, dann muss man noch etwas Geduld haben. So, jetzt hat sich was geändert. Jetzt können wir hier über Bearbeiten das Video anschauen. Hier könnte das Video noch umbenennen. Hier könnte man ein Vorschaubild hochladen. Das wäre so ein Thumbnail, nennt man das. Das würde dann angezeigt werden, wenn man ein ganz spezielles Vorschaubild anzeigen möchte, anstatt den Inhalt von dem Video selbst. Ich kann das mal probieren, ob ich da was dazu finde. Genau, dann kann man hier zum Beispiel das Matterhorn-Bild nehmen. Das wird jetzt hier hochgeladen. Kann man das auswählen und hier auf Anwenden. So, dann würde man anstelle von diesem See dann direkt dieses Matterhorn-Bild angezeigt kriegen, dort wo ihr auch immer dieses Video verlinkt oder auf der Seite anzeigt. Jetzt schauen wir, ob die Gruppe hier ist. Ja, die Gruppe Schweiz ist jetzt da. Dann haben wir viele Einstellungsmöglichkeiten für die Darstellung des Videos. Die Player-Einstellungen sind dann unten der Bereich, wo man die Einstellungen, wie zum Beispiel die Zeitachse oder die Lautstärke oder sonstige Infos, wie zum Beispiel die Auflösung, einstellen kann. Und dieser Zeitbalken kann man entsprechend hier auch mit der Farbe anpassen. Ich nehme jetzt mal Gelb. Leider wird das hier jetzt nicht in der Vorschau angezeigt, aber das, wenn ihr das Video einbettet auf einem Funnel oder in euren Kursen, wird das entsprechend dann angepasst. Was man direkt sehen kann,
sind hier die Button-Einstellungen. Das ist das, was hier jetzt pulsiert. Da kann man jetzt zum Beispiel auf Violett wechseln, auf klassisch Weiß oder halt Rot, dass es ein bisschen auffälliger ist. Dann kann man hier den Stil von diesem Play-Button wählen. Ein abgerundetes Dreieck, ein Dreieck mit Kreis herum und ein scharfkantiges Dreieck. Dann kann man hier auch die Deckkraft oder die Transparenz einstellen. Jetzt sieht man, dass das durchsichtig oder transparent geworden ist. Dann können wir hier anstatt Start einen anderen Text eingeben, wie abspielen. Dann kann man die Schriftart entsprechend ändern. Ich nehme jetzt die Deckkraft wieder ein bisschen hoch, damit man es besser sieht. Und die Schriftgröße wird jetzt entsprechend auch angepasst. Dann kann man hier verschiedene Funktionen noch dazu fügen. Ob das jetzt hier zum Beispiel pulsiert, kann man hier ein- oder ausschalten. Das ist eine sehr interessante Funktion, um die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf dieses Video zu lenken. Das Seitenverhältnis kann man in 16 zu 9 oder ein quadratisches Format einstellen. Dann könnte man hier einstellen, ob das Video auf der Seite, wenn die Seite geladen wird, automatisch startet zum Abspielen. Das kann aber datenschutztechnisch je nach Land problematisch sein. Das wird nicht überall mehr gewünscht. Dann kann man hier einstellen, ob das Video pausierbar ist oder nicht, also dass der Betrachter das pausieren kann. Dann kann man hier einstellen, ob man die Steuerachse, eben das wäre diese Zeitachse unten einblenden will oder nicht und ob man das Video in Vollbild vergrößern lassen will oder nicht. Und die Funktion Video anheften ist sehr interessant. Das ist jetzt genau hier passiert. So kann also das Video immer noch abgespielt werden, auch wenn der Betrachter auf der Seite hoch oder runter scrollt. Dann kann man hier die Position wählen, oben rechts oder in allen vier Ecken, unten rechts etc. oder unten links. Ich gehe jetzt da wieder oben links und hier kann man die Größe ändern. Ich nehme das jetzt mal auf 400, also doppelt so groß, dann sieht man das ein bisschen besser. Ja, das sind alles sehr interessante, spezifische Einstellungen, speziell zu diesen Videos. Das ist auch der Grund, warum die Videos separiert in der Player-Funktion sind und nicht wie alle anderen Dateien in der Cloud. Eben, dass man hier spezifische Videoeinstellungen noch vornehmen kann. Dann findet ihr natürlich in der Glühlampe wieder Hilfevideos zu diesem Themenbereich. Ja, wie bei allen Änderungen ist es wichtig, dass man das hier dann abspeichert. Und jetzt sieht man auch dieses Vorschaubild, was ich hochgeladen habe. Das wird jetzt angezeigt und je nachdem kann man damit mit diesem Vorschaubild natürlich nochmals mehr Aufmerksamkeit auf dieses Video lenken. Das ist auch immer bei YouTube ersichtlich mit diesen knalligen Farben oder speziellen Gesichtern oder mit Emojis oder wie auch immer, wird natürlich extrem um Aufmerksamkeit gebuhlt bei YouTube. Und das kann man natürlich hier mit dieser Funktion Vorschaubild auch nutzen. Ja, das Video ist so gespeichert. Jetzt können wir wieder zurück zum Dashboard. Jetzt sieht man hier wieder die Videodatei mit allen Gruppen und hier nochmals die Gruppenübersicht. Und in dieser Übersicht seht ihr auch gleich, wie viele Videos in den einzelnen Gruppen vorhanden sind. Ja, diese Videodateien könnt ihr natürlich entsprechend auf all euren Seiten einfügen, sei das jetzt in den Funnels oder in
einfach auf Landingpages oder speziell natürlich in euren Online-Kursen einfügen und entsprechend natürlich euren Zuschauern oder den Kunden zur Verfügung stellen. Ja, das ist Layer-Funktion. Wie auch immer findet ihr in der Videobeschreibung von diesem Video einen Link, wenn ihr AdZ-Funnels kostenlos testen möchtet. Könnt ihr das über diesen Link unten anfordern und AdZ-Funnels mit beschränkter Zeit testen. Und natürlich findet ihr auch alle anderen Informationen wieder in der Videobeschreibung unten. Ja, das wäre es für diese Video- oder Player-Funktion und wir sehen uns in den anderen Videos für die anderen AdZ-Funnels-Funktionen. Ich wünsche euch wieder einen erfolgreichen Tag und wir sehen uns in den anderen Videos.